Hey ho, ihr geilen Party-People! Willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider mit mir, Demenz, von den Netzwerk Gaming Bros. Und in der letzten Folge haben wir hier viel unternommen, hier in dem Gebiet der Sowjetanlage. Und ich muss gestehen, ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was wir eigentlich alles gemacht haben. Oh, aber hier haben wir Federn. Federn sind immer gut. Federn sind für Pfeile, damit wir schießen können. Und ich weiß jetzt auch nicht, warum wir hier jetzt gerade den Berg erklimmen, aber ich dachte mir, das ist vielleicht ganz cool. Hier haben wir auf jeden Fall ein Lager. Geil. Oh, wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen. Und, tja, ich habe jetzt einfach mal das nächstbeste genommen. Ich glaube, es ist ja relativ egal, was wir hier genau nehmen. Und wir haben eine Höhle gefunden. Ist auch geil. Ja, in der letzten Folge waren wir auch in der Höhle da gewesen und haben hier viel Zeug eingesammelt und so. Und jetzt gucken wir uns mal hier um. Hier gibt's gar nichts. Hier gibt's ja gar nichts. Was ist das? Warum gehen wir. Warum hat man das hier modelliert, wenn es hier gar nichts gibt? Also überhaupt nichts. Das ist ja krass. Tja. Einfach mal eine Runde schlagen. Ja, also das ist jetzt ein bisschen ernüchternd gerade, diese Höhle. Schade, dass es hier nichts gibt. Das finde ich jetzt ein bisschen traurig. Und ich habe mir jetzt halt gerade so überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Weil wir haben ja im Prinzip hier über viel zu tun. Krypteneingang, da waren wir ja gewesen, haben das ganze Zeug gefunden. Hier geht's dann weiter, weil da müssen wir da hoch. In die Grabkammer können wir nicht herein, weil die brauchen wir wieder ein Seilpfeil. Das können wir ja noch nicht. Da haben wir 3 von 5 Höhlen erforscht. Das ist die Herausforderung, die hier aktuell läuft. Ja, ich würde sagen, wir... Puh, ja. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir gehen einfach mal... Wir machen jetzt einfach mal Story weiter. Komm, bevor wir jetzt hier... bevor wir jetzt hier ewig rummachen, weil hier diesen Eingang finde ich auch nicht, weiß ich nicht, wo der sein soll. Also hier soll ja auch irgendwo noch ein Höhleneingang sein. Vielleicht hier unten? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir in dem zugefrorenen See, Fluss ist es ja hier, dass wir hier irgendwas finden werden, aber wer weiß es schon so genau. Ah, ich hab's gewusst, wir finden hier nichts. Gut, dann jumpen wir mal da zu dem Basislager hoch. Und gehen dann mal weiter mit der Heilpflanze. Immer wichtig mitzunehmen. Und gehen dann mal weiter mit der Storyline. Denn sonst jumpen wir hier noch eine halbe Ewigkeit rum und ja, haben dann zwar viel, ganz viel erforscht, aber halt immer noch nicht weiter vom Spiel gesehen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen was vom Spiel sehen. Und ich schätze mal, unter Umständen kommen wir dann auch dadurch allgemein weiter, wenn wir dann halt einen höheren Fortschritt erreichen, Seilpfeile und so, dann kann man immer noch mal wieder hierher kommen. Und ich glaube, das ist auch so vorgesehen, dass man halt immer ein bisschen weiter geht und dann wieder zurückgeht, wie wir es ja auch schon in der letzten Folge gemacht haben, dass wir dann halt ein bisschen zurückgegangen sind an ein anderes Basislager und dann halt wieder durchgelaufen sind, weil wir dann irgendwelche Sachen erforschen konnten. Und ja, das ist so jetzt der Plan. Ja. Wow. Naja, das war jetzt nur halb so gut wie gewollt. Mist. Und Lara ist kalt. Oh, was haben wir hier? Munition. Munition ist immer gut. Jetzt toll, jetzt sind wir... Ja, jetzt haben wir den ganzen... Hä? Ist jetzt komplett... Wo sind wir denn hier? Fehlende Ausrüstung, ja, super. Sprengladung, große Klasse. Ja, toll. Das hat sich jetzt irgendwie gerade gar nicht gelohnt, ne? Vor allem, wie soll es denn da oben... Nein. Oh, da oben ist so eine Kletterin. Verdammt. Können wir irgendwie... Wir konnten uns doch mal irgendwie porten, oder? Das ging doch mal. Basislager. Tja, wie ging das jetzt? Hä? Ich jetzt doof? F, T,
Leertaste, C, V, B. Man konnte sich doch zu Basislager, konnte man sich doch hinporten. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? 10 rote Laptops zerstören. Oh mein Gott, was ist denn? Oh je, nee, 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 nee. Da sind wir jetzt völlig falsch. Hartenlegende, das ist das. Ah ja, okay, alles klar. Alles zeigen. Tja. Wegpunkt setzen. Okay. Naja gut, dann müssen wir jetzt zurücklaufen. Und nochmal da hoch und dann müssen wir da klettern. Das ist doch doof. Das ist doch jetzt doof. Hat das Spiel hier einen böse verarscht. Wie unhöflich. Wir haben doch keine Zeit für sowas. Wenn man hier auch noch so verarscht wird vom Spiel. Unhöflich. Na gut, okay, das hätten wir auch einfach schneller laufen können, als wir da eine halbe Stunde lang versuchen, uns zu porten. Aber egal, hey, meine Freunde, ist doch alles gar kein Problem. Wir sind doch rucki zucki, sind wir schneller als der Blitz erlaubt, die Polizei, schneller als der Blitz. Denn die Polizei erlaubt es einfach nicht. Naja, ist ja auch egal, die Sprichwörter, die liegen mir nicht so. Und jumpen wir uns mal da jetzt rein. So, rüber. Nein, was ist? Stopp. Rüber. Ja, jawohl. Hast du gut gemacht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann haben wir hier an der Seite, haben wir jetzt was zum Hochklettern. Jawohl, das sieht gut aus. Was? Diesen Punkt erfordert der Fortschritt Breitblatt-Kletterpfeil. Was? Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Das ist neu. Oh, jawohl. Sehr gut. Das ist das andere, die andere Ressource, die wir für Pfeile brauchen. Ein Breitblatt-Kletterpfeil. Das ist ja auch mal richtig geil. Noch mehr Pfeilzeug. Sehr schön. Brech's ab, mach's kaputt und nimm's mit. So. Mal hier. Ja, ich mag diesen Visionsmodus. Der ist ganz große Klasse. Da verschwendet man nicht so viel Zeit, sich umzugucken und alles anzufassen. Bam, jawohl, Ressourcen, richtig steil. Geht's jetzt hier runter? Ach, da wären wir rübergekommen. Okay, alles klar. Gut, dass wir mal geguckt haben. Da ist noch eine Heilpflanze am Start. Voll. Okay, naja, wir sind voll, weil wir verbrauchen momentan so wenig, weil wir so gut sind. So, dann geht's da oben weiter. Was ist das jetzt hier? Kampfmesser, ja, zum Schneiden der Seite Kampfmesser. Super, wir können gar nichts. Wir können überhaupt gar nichts machen. Wir haben kein Kampfmesser, wir haben kein Breitblatt-Kletterpfeil, wir haben keinen Seilpfeil. Wir sind die ärmsten Schweine auf diesem Planeten. Die arme Frau tut mir so leid. Wegen uns kann die gar nichts. So. Unerwartet direkt nutzen die Kommunikationskabel als Seilrutsche in die Gefängnisanlage. Ja, hallo? 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 Kannst du mal jetzt Diese da? Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Oho, Münzverstecke entdeckt. Yeah. So. Wow. 1, 2, 3 Stück. Ich gehe am Stock, ey. Das mit dem Wegpunkt funktioniert auch nur halb so gut, wie es soll, ne? Das ist euch allen bewusst, ja. Denn normalerweise müssten wir jetzt einen blauen Marker sehen. Aber wir tun es nicht, also sehen wir nicht. Wir tun ist ja voll falsch. Oh. Okay. Oh. Hallo? Ach, wir haben keine Pfeile mehr, lol. Ich drück die ganze Zeit und da passiert nichts. Wir haben so viel Holz und so viel Federn, aber wir haben keine Pfeile mehr. Das ist ja richtig professionell. Jawohl. Zack und geheilt. Jawohl, das läuft doch bei uns richtig professionell. Kugeln sind voll gut, die da unten hin. Auf den kacken wir jetzt gerade mal eine Runde. Mal ein paar Pfeile herstellen. Das ist ja traurig, dass wir da nichts haben. So, Basislager. Ja, ich weiß nicht, ob wir das eigentlich immer aktivieren müssen, aber ich glaube nicht. Ach, wir müssen an einem Basislager sein, um zum anderen Basislager schnell reisen. Ja, ich verstehe, ja, klar. Ja, es ist traurig. Der Jens ist manchmal so ein bisschen verwirrt. Macht euch nichts draus. Die letzte Aufnahme ist schon wieder 3000 Jahre her. Mindestens. Hier soll doch irgendwo. Da unten. Alte Münzen. Jawohl.
Da haben wir sie gleich. Yeah, alte Münzen gesammelt und EP gesammelt. Viel wichtiger ist die EP, scheiß auf die Münzen, da haben wir so, können wir sowieso noch nichts mit momentan machen. Und hier geht's dann jetzt weiter. Da geht's auch hoch. Da geht's halt in ein anderes Gebiet rein und hier müssen wir Story-Einsatzziel nutzen, die Kommunikationskabel und dann sei ruhig zur Gefängnisanlage. Ja, ja, okay, das ist mir schon alles bewusst. So, dann schauen wir uns hier doch mal gerade um. Ich habe da mir schon was entdeckt. Meine super scharfen Gamer-Augen, noch nicht ganz viereckig, also so ein bisschen viereckig, ein bisschen dreieckig. Sagen wir, sie sind dreieckig, ja. Einigen wir uns auf ein dreieckig. Was? Aha. Das wurde uns aber eben noch nicht auf der Karte angezeigt. Ach nee. Aber eifriger Lerner. Jawohl. So. Da haben wir noch was noch zum Lesen. Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Tja. Gut, hier, das können wir natürlich nicht kaputt machen, weil wir lame sind. Wir es nicht drauf haben. Oh, hier, die Tür können wir aufmachen. Aufmachen, Party-Time, Knack, jawohl. Vorratsschuppen, nutzen Sie byzantische Münzen, um Ausrüstungstechniker von Trinity-Objekten abzukaufen. Gehen Sie auf Objekte zu und halten Sie E gedrückt, um sie zu kaufen. Kehren Sie jederzeit zum Schuppen zurück, um Objekte zu kaufen. Aha. Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Alter, was es hier alles gibt? Kommando-Outfit. Ein Outfit aus schwarzem Tanktop, Tarnhose und taktische Ausrüstung. Outfit können im Basislager gewechselt werden. Ey, hart, was der hier alles hat, der Kerl. Also hier Militärgewehr, eine Schrotflinte, eine taktische Schrotflinte, Pistolenschalldämpfer, dann hier. Ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen, halten Sie an Seilsträngen zur Aktivierung E gedrückt. Was? Gewehrgranatwerfer, ja, wir haben ja noch nicht mal ein Gewehr, das ist ja das traurigste Gewehr. Laserzielfernrohr braucht man genauso wenig. Fertigungswerkzeug, Upgrade-Werkzeug, das einen weiteren Rang aller Waffen-Upgrades freischaltet. Das wäre natürlich richtig gut, das zu kaufen. Aber jetzt überlege ich mir, hier ein neues Outfit zu kaufen, was voll dumm ist. Ich glaube, es ist viel schlauer, wir sammeln uns erstmal die Münzen und sagen, Dankeschön, dass du uns das angeboten hast, aber heute nicht. Heute nicht, vielleicht morgen. Wenn wir mehr Münzen haben, dann können wir das machen. Müssen wir so einen Münzrun mal machen, irgendwie so ein paar Münzen organisieren. So. Da haben wir den Shop. Gut, der ist auch sehr, sehr markant markiert. Ah, markant markiert. Habt ihr den gehört, Leute? Das ist ja mal wieder der Witz. Jetzt sind wir in so einem Gulag. In so einem russischen Gulag. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir eingreifen. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Ja, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, würde ich mal sagen. Die arme Frau. Wie kommen aus der Nummer wieder raus? Ich bin gespannt. Lara, geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich habe doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hole uns hier raus. Irgendwie. Keine
Konstantin. Der alte Schicksalsterminator. Fass sie nicht an! Bitte nicht! Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Ich hab's gewusst. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Erna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Es hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin.